Da geht's bei Surviving the Aftermath hier bei unseren zugefrorenen Seen, bei den zugefrorenen, ja, hoffentlich nicht Mündern unserer Kolonisten. Und wir machen weiter. Wir gehen wieder raus aus dem Fotomodus und machen weiter mit unserem wunderbaren Spiel. Ein bisschen schneller können wir machen. Interessant finde ich es übrigens, dass die hier kontinuierlich weiter Wasser produzieren können. Aber der Fischer nicht ins hier unten reinkommt. Das würde nur Sinn machen, wenn die hier im Heizbereich liegen, was ja, okay, das tun sie durchaus, also das kann man durchaus, okay, das kann man dann durchaus verstehen. Den werden wir bitte einmal dekontaminieren, da ist noch nichts verseucht. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Okay, gut, wir sind natürlich jetzt eine Menge Kolonisten. Wir haben eine Menge Wasserversorgungsprobleme. Da müssen wir mal gucken, dass wir tatsächlich auch dranbleiben. Jetzt ist mir auch noch meine Socke kaputt gegangen. Entschuldigt bitte. Er kann auch nicht mehr arbeiten. Und tja, hier müssen wir brauchen echt Metall, ne? Das ist ja sowas von unglaublich. Also wenn ihr irgendwo Metall seht, dann schreit bitte laut Stopp. Oder meinetwegen auch Halt. Oder irgendwas anderes. Aber bitte nicht so laut, dass eure Arbeitskollegen vom Stuhl fallen und sich denken, Moment, warum schreit gerade neben mir laut einer Stopp? Obwohl ich mir das irgendwie sehr lustig vorstelle. Okay, so. Entschuldigt bitte. Jetzt geht's weiter. Hoffentlich. Und dann mit ziemlicher Sicherheit. Tja. Wir könnten es ja nochmal kontrollieren. Aber ich glaube, hier finden wir auch nichts, ne? Oh, sie ist fertig. Einmal dahin, schnell vom Thema ablenken. Und was mit ihr? Wo ist sie denn? Sie ist noch nicht fertig. Mehr haben wir nicht auf der Karte. Na gut. Ist die Frage, ob wir noch jemanden hinschicken? Ja. Nee, machen wir noch nicht. Nee, machen wir noch nicht. Und ja, das sind infiziert. Ja, das ist kein Problem. Wir haben ja mittlerweile, wir können da ja jemanden mehr reinstecken. Wir haben ja jetzt im Moment genug Träger. Und wir haben ja auch genug Medikamente. Bis auf Strahlenmedikamente. Weil alles andere haben wir ja. Von daher ist das ja kein Problem. Jetzt gucken wir uns mal an, wer infiziert ist. Ja, das, entschuldige, das wollte ich jetzt tatsächlich nicht wissen. Wir gehen mal in die Statistiken. Da sollten wir das eigentlich finden, hoffentlich. Dann gucken wir mal, wer von uns infiziert ist. Die gute Hannah zum Beispiel. Gucken wir uns mal an. Oh, die Arme. Oh je. Aber sie ist im Medizinzelt und ruht sich da in Ruhe aus. Ja. Das ist doch gut. Ja, wunderbar. Meine liebe Hanna, das freut mich ungemein, dass du jetzt ein wenig Ruhe bekommst hier. Gut, dann kulinarische Genüsse sind wir dabei. Und ich glaube, die Karte, da war irgendwas fertig. Forschung, Forschung, Forschung. Das gibt's doch nicht. Wir haben schon, okay, wir haben den Forschungsaußenposten mit 16 gefunden. Ganz, ganz, ganz toll. Wirklich. Hier nebenan, direkt in der Nachbarschaft, super. Das bringt uns aber nichts. Gut, dann gehen wir da oben hin. Was haben wir hier? Ist sie fertig? Nein. Eine Runde noch und dann ist sie fertig. Gut. Weiter geht's. Und ich hoffe, dass der bald vorbei ist, denn so langsam wird tatsächlich hier das Essen knapp. Wir müssten unsere Fischer wieder in Betrieb nehmen. Das würde mir ganz gut gefallen. Feuerholz haben wir eigentlich auch genug. Wie sieht es hier oben aus? Oh, 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 oh. Ja, ist ja kein Wunder, dass das Essen knapp wird. Wir haben ja auch keine aktiven Lagerstätten mehr. Bitte einmal dort weitermachen mit Beeren. So, Wachposten ist fertig. Wunderbar. Ein religiöser Händler nähert sich dem Tor. Charlie ist unterkühlt. Das ist er hier hinten bestimmt, ne? Ja, hoffen wir mal, dass er noch glücklich zu Hause ankommt. Und dann hoffen wir jetzt wirklich, dass die Entscheidung richtig war und wir hier in der Ecke jetzt irgendwo Metall finden. Das wäre extrem ärgerlich, wenn das nicht der Fall ist. Gut. Gucken wir uns erstmal ihn hier an. A group of robed figures is approaching the colony.
Eine Gruppe von Leuten mit in smaragdgrün und mit Gold versetzten edlen Roben nähert sich dem Turm. Sie tragen riesige verzierte Schirme, die keinen Sonnenstrahl durchlassen. Der in einen Seidenschal gehüllte Anführer ergreift das Wort. Kinder, wollt ihr uns bei unserer heiligen Mission unterstützen? Nein. Was will... es wird nicht mehr lange dauern, bis Helios auf die Erde hinabsteigt. Ja. Nee. Tut mir leid. Nee. Mir egal. Der darf wieder gehen. Also, das ist... Nee, nee, nee. Sowas mache ich nicht. An irgendwelche Spinner glauben wir nicht. Mm-mm, das mache ich nicht. Wir sind hier dabei. Wir sind... Ihr seht's. Wir haben nichts mehr zu futtern. Wir müssen hier überleben. Ja. Und nicht uns von so einem Spinner auch noch die letzten Holzstücke, die wir haben, hier aus der Tasche ziehen lassen. Das brauchen wir nicht. Okay. Gleich sind wir da auch durch. Dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen was zu essen finden. Im nächsten Gebiet. Und hier zum Beispiel gehen wir einmal dahin. Ja, das frage ich mich auch. Hoffen wir mal, dass wir da was Leckeres haben. Forschung. Oh. Gut, gehen wir noch weiter. Wie groß ist die Karte eigentlich? Okay, wir haben noch genug zum Erkunden. Aber das ist nun wirklich ganz weit weg. Oh, Leute, Leute, Leute. Na gut. Na gut. Begib dich zum Bunker. Kulinarische Genüsse heißt hier, heißt die Quest. Hoffen wir mal, dass sie tatsächlich ein bisschen was zu essen bereithält. Jetzt haben unsere Leute Hunger. Produziert ihr denn wenigstens ein bisschen was? Tja, aber nicht genug, ne? Ich hoffe, so ein bisschen wird was produziert. Gut wäre es auch, wenn dieser Sturm bald vorbei ist. Ja, ne, Moment. Der Vorrat an Nahrung ist zu Ende, mein Freund. Haben wir hier hinten jetzt was gefunden? Wie sieht es hier aus? Ist die Erkundung durch? Ja, 100%. Okay. Dann können wir jetzt tatsächlich nochmal checken bei 100%, ob wir hier irgendwo Metall haben. Und die Arbeitszone war ein bisschen größer. Dann gehen wir das mal. Dann gehen wir das Ganze mal ab hier, ob ich vielleicht irgendwo was übersehen habe. Aber das ist leider nicht der Fall. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Nein! Ja! 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 Oh, Gott sei Dank. Gott sei es gedankt. Da ist es. Eine Arbeitszone verlegen, bitte. Dahin. Oh Gott sei Dank. Wir haben endlich Metall. Ich war noch nie so froh, hier Metall zu sehen. Ganz ehrlich. Das ist richtig gut. Wunderbar. Ganz toll. Freut mich wirklich. Das freut mich. Dann können wir es ein bisschen schneller machen. Unsere Metallproduktion ist gesichert. Und dann können wir tatsächlich auch schnellstmöglich das Eisangeln starten. Können ja eh nichts machen, von daher ist es momentan auch egal. Na, die sehen aber nicht freundlich aus. These people have clearly been through a lot. They look frail and are likely easy to overpower. But the look on their faces makes it clear they're desperate enough to do anything. Tja, ich würde ihnen unheimlich gerne was geben, aber wir haben selbst nichts. Wir haben selbst nichts. Das tut mir wirklich leid. Wir hoffen, dass wir vielleicht, mach dich kampfbereit, dass wir vielleicht irgendwas bekommen werden. Ja, es tut mir leid. Ich hab nichts. Ich hab, ihr könnt gerne reinkommen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben nichts. Okay, das ging jetzt sehr fix, muss ich ja sagen. Ich hätte vielleicht auf langsam schalten sollen. Auf jeden Fall ging es sehr fix. Okay, ja. Es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Wir haben nichts zu futtern. Da müssen sie jetzt leider durch. Tja, die Leute sind sehr unzufrieden. 16 sind am Verhungern. 22 haben wir noch. Ein bisschen Essen haben wir. Wir produzieren hier regelmäßig was. Wir könnten tatsächlich den Bereich hier ein bisschen größer machen. Dass wir einfach mit mehr Leuten arbeiten. Und ihn noch größer machen. Dass wir
hier vorne alles reinkriegen. Ja. Einmal dahin, bitte. Also wir hier mit noch mehr Leuten dran arbeiten, dann werden wir auch mal sie hier rausholen. Das macht ja eh keinen Sinn. Okay, gut. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Okay, zumindest verdorsten werden wir nicht, wenn wir verhungert sind. Einmal da. Bitte essen. Bitte essen. Ja, gehe zur Farm auf jeden Fall. Wo ist die? Och nee, jetzt muss ich da oben noch hin. Oh Leute, ey. Gut, wir gehen erstmal dahin. Was mit ihr? Ey, immer noch keine Forschung. Gut, dann gehen wir erstmal zur Farm. Und hoffen mal, dass wir Essen finden. Beim nächsten Mal. Wir müssen doch irgendwo Forschung finden. Das kann wohl nicht wahr sein. Das ist ja unglaublich. Wir sind am Verhungern. Und wir haben auch keine Forschung mehr. Ja, ich weiß. Vorrat an Nahrung geht zu Ende. Lagerstätten sind aufgebraucht. Nein. Was ist denn nun kaputt? Och nee. Ernsthaft? Ja, können wir hier dann. Nein. Och Leute. Was machen wir denn? Jetzt haben wir auch noch. Tja, das hört sich jetzt makaber an, aber. Tja, einen Mund weniger zu stopfen. Kriegt er das hin? Nee, ne? Schicken wir unsere Leute hier hoch. Gucken, ob der das hinkriegt, der gute Charlie. Komm schon. Oh, das sieht böse aus. Mensch, Charlie, dann hau doch ab. Kolonisten nehmen Schaden, ich weiß. Oh, Gott sei Dank. Der arme Charlie. Er hat's geschafft. Oh Mann, ey, was für ein Held. Charlie, the Hero. Da ist er. Charlie, the Hero. Oh Mann, Leute. Sich aufgeopfert für die Kolonie, um das Metall zu beschützen, weil er genau weiß, dass hier ohne Metall alles zusammenbricht. So. Bitte auf maximale Priorität. Das muss doch mal fertig werden, Leute. Wir brauchen doch nur noch 10 Metall, damit wir hier was zu futtern bekommen. Wie sieht's auf der Karte aus? Nicht besser. In der nächsten Runde werden wir hoffentlich in der Lage sein, uns ein bisschen Essen von der Farm zu holen. So. Tja, hoffen wir mal, dass wir hier wirklich überleben. Jetzt schicken wir sie erstmal in die Farm. Bitte essen, bitte essen, bitte essen. Ja, Karotten. Ja! Ja! Oh, in der nächsten Runde ist sie zurück. Oh, ist das super. Wir kriegen Essen. Leute, Leute, Leute. Eine Runde müsst ihr noch aushalten. Dann können wir mit dir tatsächlich... Schnurz auf die Waffen. Waffen brauchen wir nicht, wenn wir verhungert sind. Dann gucken wir hier erstmal weiter, dass wir jetzt ganz, ganz, ganz dringend hier unten was finden. Und hier kommt schon die nächste Katastrophe. Ihr seht's, ein Sturm. Die hätten Forschungspunkte. Ja, wir haben ja nichts zum Handeln. Außer Tote. Aber die haben wir. Also Tote haben wir genug. Das ist... Ach, die sind schon verrottet. Okay, haben wir auch nicht mehr. Es tut mir ganz schrecklich leid. Tja, alle haben so Hunger. Ihr müsst noch eine Runde aushalten. Und wir haben ein bisschen was zu essen. Teilt euch das ein. Ja, ganz ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein. Wann ist denn... Ja! Ja! Der Wintersturm ist vorbei und wir kriegen gleich Karotten. Ja! Ja! Sehr gut. Also. Der ist gleich fertig. Dann haben wir hier zumindest was zu futtern. So, jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Und wie wir die Leute einteilen. Hier ist keiner drin. Das brauchen wir noch. Ich will auf jeden Fall dieses Gebiet auskundschaften. Das heißt, den können wir erstmal nicht abziehen.
Die beiden Holzfäller können wir rausleben. Die brauchen wir nicht. Er ist hier drin. Da sollten wir einen noch reinpacken. Da ist einer drin. Dort und dort jeweils auch einer. Okay. Haben wir hier überhaupt schon was reingepackt? Ein bisschen Holz, ne? Also wir lassen das nochmal. Okay, haben wir 5 übrig. Kartoffeln, Mais, Mais, Kartoffeln. Die Felder müssen unbedingt bestellt werden. Das ist wichtig. Das hat Priorität 1A Doppelstern. Wasserversorgung läuft. Und sobald das hier fertig ist, die Fischversorgung auch. Okay. Dann bauen wir als nächstes eine weitere Pumpe. Beziehungsweise hier hinten möchte ich eigentlich sogar 2 haben. Wasserbrunnen. Wir kriegen hier maximal 7 raus hier vorne. Und hier kriegen wir auch 7 raus. Wir bauen tatsächlich mal direkt hier vorne, soweit wie es geht, dahin. Eine Pumpe. Ja. Nochmal weiter bitte. Wo haben wir die Pumpe hingesetzt? Da. Gut. Das heißt, mit dieser Pumpe sind wir dann in der Lage, ein bisschen mehr Wasser zu produzieren. Wir müssen gucken, dass wir 2 Pumpen bauen. Dann können wir nämlich einen Job hier rausschmeißen. Vielleicht sogar noch eine dritte Pumpe. Da müssen wir jetzt echt Ressourcen für aufbringen, dass wir hier möglichst viel Wasser produzieren in diesem Bereich, um wirklich, wirklich die Jobs hier entfallen zu lassen zu können. Das ist zwar sehr ineffizient, weil wir wirklich, weil wir von da oben da unten runterlaufen müssen. Aber das können wir tatsächlich nicht ändern. Okay, also, fertig. Gefischt wird noch nicht. Jetzt wird hier wieder gefischt. Wunderbar. Hier könnten wir jetzt 3 Leute reinpacken. Bitte einen zweiten. Ja, wir haben jetzt, oh, wir haben keine Leute mehr übrig. Wo ziehen wir die Leute ab? Wo ziehen wir die Leute ab? Einmal da einen raus. Wir müssen wirklich in dem Fischerhäuschen hier auf maximale Produktivität jetzt gehen. Wir brauchen dringend mehr Essen. Wir ziehen dich erstmal raus. Und dich auch. So machen wir das, bis die Pumpe fertig ist. Und dann nehmen wir eine Person hier außer Betrieb. Also nicht die Person natürlich, sondern einen Wasserträger hier. Ich denke, das ist okay. Gut. Aber es dauert ja nicht mehr lange. Dann kriegen wir auch 77 Karöttchen. Dann haben wir das ja. So, ich hoffe, es stirbt noch keiner von uns. Nein! Was ist denn jetzt los? Was ihr? Oh, Leute! Das kann doch nicht wahr sein. So, einmal reparieren. Wer ist denn jetzt gestorben? Jetzt ist ernsthaft der letzte Träger. Das ist ja wohl zum Mäusemelken, ey. Er ist verhungert. Nee, also verhungert ist... Also verhungert ist er definitiv nicht. Oder? Ach doch, er ist verhungert. Oh, Leute. Nein. Wir brauchen doch nur noch einen Vierteltag, Leute. Oh, Leute, Leute, Leute. Hier Nahrung. Holt euch schnell was zu essen. Jetzt ernsthaft? Ey. Es kann wohl nicht wahr sein. Jetzt haben wir hier noch Killer, die uns hier angreifen. Oh, Mann. Einmal dahin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Gebäude wird angegriffen. Tja. Wir gucken erstmal, dass du dich um ihn hier kümmerst. Du musst dich um ihn kümmern, bitte. Das kann... Also, das ist ja... Das ist ja der Hammer, ey. 3 Kolonisten sind verletzt. So viele rote Sachen hatte ich auch noch nicht. Okay, also du bist durch. Wo kommen die nächsten her?
Dort. Einmal da hoch, bitte. Und er kommt hoffentlich... Oh, er hat sich das Beinchen schon gebrochen. Eieieiei. Einmal angreifen, bitte. Oh, dem geht's auch nicht so gut. Oh, nein, 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 nein. Charlie. Nein. Charlie. Rückzug. Mein lieber Charlie, Rückzug. Und du, wo bist du denn? Gehst dahin. Gut. So, jetzt haben wir 4 Nahrung. Zumindest kriegen wir gleich noch ein bisschen Karottchen. Das ist gut. Natur im Hinterhof. Weil wir alle gestorben sind, oder warum? 10 feindselige Tiere besiegt. Ja, das bringt jetzt auch nicht allzu viel. Wenn wir kurz davor sind zu sterben. So, wir haben keine Träger übrig. Tja, dann werden wir tatsächlich hier mal Leute rausschmeißen. Ich kann es nicht ändern. Wir brauchen ja mindestens einen Träger. So, meine Beste. Einmal nach Hause. Sounds good. Ja, das dachte ich mir. So, dann haben wir jetzt ein bisschen was zu essen. Yep. Hast du Forschungspunkte gefunden? Moving. Nein. Einmal erkunden, bitte. Yep. Und du kannst direkt... Einmal damit angreifen. Und wo ist er? Du greifst bitte da an. Okay, wo ist er? Du bist dort zugange. Du greifst bitte da an. Charlie, nein. Och, Charlie. Tut mir so leid für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden den Job hier jetzt mal pausieren. Da ist mir auch schon, da ist auch noch so ein komisches Wildschwein. Da gehen wir jetzt mal echt kein Risiko ein. Oh Mann, Leute, ey. Und ich dachte, wir wären über den Berg, ne? Ganz ehrlich. Wahnsinn. Wir müssen auch noch ganz dringend jemanden finden, der sich hier wieder einsetzt. Wunderbar. Oh. Meine Güte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt nehmen wir erstmal uns das Lebensmittellager. Und wenn die Arbeitszone mal in diesem Bereich verlegen, dass wir diese ganzen Viecher hier absammeln. Da haben wir ja erstmal genug. Okay. Dann bitte einmal reparieren. Wir haben ein neues Gebäude. Ja, toll. Super. Eine Fackel. Herrlich. Naja, gut. Wir können hier einmal die Verschmutzung entfernen. Das sollte man auch regelmäßig machen. Wie sieht es bei dir aus? Keine Verschmutzung. Hier werden 4 Fische produziert. Das ist gut. Damit haben wir hoffentlich jetzt ein bisschen was. Und die Karotten sollten eigentlich auch schon angekommen sein. Da unten stehen sie. 77 Karotten und keiner interessiert sich dafür. Und hoffentlich kommt mein Träger und bringt die mal ins Lager. Ich bin überlegen, ob wir tatsächlich sie hier rausziehen, die gute Natalie. Sollten wir machen, ne? Sollten wir machen eigentlich. Tja. Jetzt müssen wir auf jeden Fall, bevor wir das machen, erstmal jemanden... Ja, wir machen das. Wir ziehen erstmal die Natalie hier raus und lassen sie unsere verstorbenen Leute... verschachern. Damit auch die Leute ihre letzte Ruhestätte haben. So, Wasser. Wie sieht es mit der Pumpe aus? Pumpe hat bitte Priorität. So, 34 Nahrung haben wir jetzt. Das liegt bestimmt auch an den Karottchen. Ah, noch nicht. Okay. Gut, er ist noch nicht fertig, beziehungsweise sie. Dann können wir dich bitte wieder auf die Weltkarte schicken. Du musst bitte weiter erkunden. Wir gehen weiter hier oben rum. Da.
Wir brauchen nach wie vor Forschung. Einmal bitte. Yes. Ja, okay. Da lang. Gut. Maximale Geschwindigkeit. Im Moment können wir nicht viel mehr machen. Und müssen jetzt einfach mal hoffen, dass wir das hier überstehen. So, die Grube arbeitet. Der Schürfzug arbeitet. Wir produzieren Metall. Die Dame müssten wir bald mal umstellen, beziehungsweise können wir schon mal machen auf Plastik. Wasserbrunnen ist fertig. Sehr gut. Dann ziehen wir hier einen raus. Und dann würde ich tatsächlich sagen, jetzt haben wir zwei Träger. Müssen wir irgendwo noch einen reinsetzen im Moment? Hier. Da muss einer rein. Müssen wir zusehen, dass wir das weitermachen. Dann können wir auch gleichzeitig den Fischer hier updaten. Ja. Machen wir. Damit wir für Notfälle dort weiterarbeiten können. Die Pumpen laufen, die beiden, die wir haben. Metall wird geschürft. Ja. Okay. Wunderbar. Gut. Also Fischer arbeiten. Die nächste Kälte, der nächste Kälteeinbruch wird uns hoffentlich keine Probleme mehr machen. Wir haben rote Blumen. Colonist died. Nein. Warum? Nein. Och nein. Das gibt's doch nicht. Wir haben doch genug Medikamente. Warum hat er sich denn nicht behandeln lassen? Och Leute. Mann. Ist sie hier fertig? Dann wirst du jetzt etwas tragen gehen. So. Someone seems to have been stealing wood from the storage. A few colonists go to investigate. And after a bit of detective work, return with a group of rowdy children. One under each arm. Also, da scheint jemand Bretter aus dem Lager gestohlen zu haben für eine kleine Baumfestung. Wir lassen das stehen. Das steht für mich völlig außer Frage. Also, die Kinder sind die Zukunft unserer Kolonie und wenn die schon in dem Gedanken aufwachsen, oh, das ist alles scheiße hier, kann ich noch nicht mal Spaß haben, sondern nur sterben, weil es keinen Hunger, weil es nichts zu essen gibt. Noch nicht mal den Hunger darf ich haben. Tja, dann können wir das Ganze auch gleich sein lassen. Nee, das machen wir nicht. So, Rattenkadaver sind leer. Wir haben aber auch erstmal genug Essen. Hoffe ich. Hier wird angepflanzt. Das ist sehr gut. Okay, jetzt läuft's erstmal. Und ach, er ist während der Behandlung gestorben. Och nee, das ist so schade. Ich hoffe, demnächst kommen wieder ein paar Leute. Aber erstmal sieht's ja gut aus. Hier wird gebaut. Und Spezialist einsatzbereit. Bitte Forschung. Yep. Einmal da rein. Bitte, lass die Forschung gefunden haben. Oh yeah. Aber das ist natürlich auch ganz gefährlich. Ja, egal. Okay. Kann ich ändern. Also, wir haben 367. Wir haben eine 250er Rate. 500 in 24 Stunden gibt 20 Schaden. 20 Schaden bedeutet, sie hat noch 60 LP. Sollte also passen. Ja! Forschung. Richtig, richtig gut. Bau fertiggestellt, Fischerhäuschen. Sehr schön, du bist da raus, bitte. Und Rattenkadaver aufgebraucht. Wunderbar. Ja, dann läuft es jetzt erstmal halbwegs stabil. Als nächstes gehen wir mit der Forschung in den Außenposten. Und den möchte ich, wie gesagt, eigentlich nicht hier hinbauen. Den können wir uns sehr gut da hinsetzen. In Reichweite zum Tor. Und von da aus werden wir dann gucken, dass wir anfangen zu handeln. Damit wir ein bisschen Geld bekommen. Ja, handeln halt, ne? Ich glaube, ist klar, warum. Und jetzt können wir schon mal checken, was wir zum Handelsposten oder für den Handelsposten benötigen. Beziehungsweise Quatsch. Handeln ist ja noch völlig illusorisch weit weg. Das sind... Na, das schaffen wir mit den Punkten nicht. Wir brauchen ja auf jeden Fall erstmal
den Grenzaußenposten. Und dann können wir uns weitere Forschung im schlimmsten Fall erhandeln und uns eine Person auch als dauerhaften hinsetzen, dass wir diese 16 Forschungspunkte generieren. Das ist wichtig. Das machen wir dann. Und wir machen das und danach gehen wir in Richtung des Tauschhandels. Genau. Damit haben wir denn stabile Forschungspunkte, womit wir definitiv hier hingehen können. Na, schade, steht nicht, was wir machen, was wir dafür brauchen. Aber wir haben auf jeden Fall, ja, Holz. Und den Rest haben wir. Wir sind jetzt bei 60. Dann werden wir dich hier erstmal rausziehen. Und du arbeitest bitte erstmal beim Metall weiter. Aha. Forschungspunkte okay. Sammeln bitte. So. New vehicle found. Oh, ein Auto. Ha, das schnappen wir uns. Ja, Moment, wir müssen ja erstmal erkunden. Not going to happen. Ja, das machen wir gleich. Wir müssen erstmal erkunden. Und Forschungspunkte werden gesammelt. Und das sollte laut meiner Liste auch das Ende für diese Woche sein. Morgen am Sonntag gibt es keine Folge. Nächste Woche Montag geht es dann weiter. Und nächste Woche Montag haben wir eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe. Nämlich, wir müssen uns um die Forschung kümmern, den Außenposten bauen, Forschungsaußenposten damit errichten, dann in Richtung des Handels forschen. Und wenn wir den Handel haben, dann bin ich davon überzeugt, dass wir es in den 8 Folgen, die wir jetzt bisher dann, also 6 bis 8 Folgen wird das dann dauern, insgesamt, dass wir dann hoffentlich, hoffentlich einen Stand haben, dass wir zumindest nicht mehr sterben werden alle. Dass wir zumindest überleben werden. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Also drückt die Daumen, dass das alles klappt. Macht's gut, bis nächste Woche. Euer Strategien. Ciao, ciao.